Hallo, hier ist Milzbrand XY. Ich habe euch ja letztes Mal schon unseren ersten Server vorgestellt, der Island und meine Base. Jetzt möchte ich euch unseren zweiten Server vorstellen. Fliegen wir mal zum Obelisken. Ich habe mich schon umgezogen, wir fliegen zu Scott's Urge. Ich habe noch Fleisch und Früchte mitgenommen, also Beeren. Ich habe keine Lust, da drüben erstmal nochmal abzufahren, weil ich möchte auch gleichzeitig meine Tiere da drüben noch wieder füttern. Gucken wir mal. Das dauert jetzt ein bisschen. Vielleicht schneide ich das auch raus, aber ich glaube nicht. Denkt dran beim Traveln, alles was in den Tieren ist, wird nicht mitgenommen. Auch das Sattel nicht. Gut, der Drache hat kein Sattel, aber die anderen Tiere haben ja meistens immer einen Sattel. So. Du musst erstmal Kreatur mit hochladen. Dann nehmen. Weg. Jetzt tun wir mal Traveln. Hier war das gleich. Arg Daten. Ach, hier war es. So, und das zweite. Also, eigentlich ist das unser erster gewesen. Aber für mich ist es jetzt mein zweiter. Weil mein Hauptserver ist jetzt der Island. Aber ich wette mit euch, ich werde gleich wieder rausfallen. Weil beim Treffen fällt man immer am meisten raus. Schauen wir mal. Das dauert meistens nur ein bisschen. Ich habe mich auch schon umgezogen. Kurz Sachen angezogen. Gucken wir mal. Ich war schon seit 4 Tagen nicht mehr drauf. Hier haben wir alle dann angefangen. Mit Bauen. Und zum Überleben. Na, das dauert. Ich habe schon noch einen anderen Plan. Ich werde euch dann noch mal ein paar Höhlen mit euch durchgehen. Vielleicht machen wir ein paar andere mit von uns. Von unserem Server. Mal sehen. Aber schauen wir mal. Na, das dauert. Wie es aussieht, werde ich wieder rausfallen. Ja. Aber das ist normal. Soweit ich das gehört habe, ist es bei den anderen auch, wenn sie sich traveln. Wenn er travelt und wieder rausfällt, immer da hin zurückgehen, wo ihr rausgeflogen seid. Ansonsten müsst ihr nämlich einen neuen Charakter herstellen und alles ist weg. Und das wollen wir ja nicht. Ist mir auch schon einmal passiert, aber man kann ja dann nochmal abbrechen, aber manchmal vergisst man das. Oder ist mir schon passiert. Das war am Anfang, aber da hatte ich Glück gehabt, da hatte ich auf den einen Server noch nicht viel gebaut. Oder fast überhaupt nichts. Ist es schwer? Scheiße, das. So.
eine Base. Ups. Zurückgesetzt. Ich wusste genau, dass ich noch besiegt worden soll, aber man macht das halt meistens nicht. Oh, Sandsturm oder so kommt. Mal gucken. Ich werde mal kurz füttern. Nee, Donner noch. Das geht ja. Füttern. Ich finde die Tiere mit am schönsten. Leute, was sagt ihr? Die sehen immer coolste aus, finde ich. Wenn die dann noch so einen Schweif oben haben. Bei 3 sieht auch cool aus. Gucken, ob ich meinen Drachen wieder herkriege. Ich habe meistens immer Glück, dass da oben, da wo mein das große Tor steht, kommt meistens Bieten runter. Meistens. Und meistens dann, wenn man nicht braucht. Wenn man braucht, kommt da ewig. Zeige ich euch mal meine Behausung erstmal. Machen wir die beide weg. Das sind alle die Mietskatzen und die Wölfe sind alle meine Schutztiere. Das ist mein kleines Haus. Abgesichert nur von 1-2 Pflanzen wegen Drachen. Manchmal kommen bis in die Mitte die Drachen. Ich bin hier in der Mitte. Da finde ich mich meistens mal mit am besten. Irgendwie bei mir funktionieren die Dinger nicht. Oh, was falsch gemacht. So. Das ist meine Tierhütte. Das sind so meine ersten Tiere mit gewesen, die hier waren. Den habe ich so, der hat mich vor mal schon gefressen am Anfang, aber dann habe ich ihn gehabt. Daher war schwer. Bin stundenlang hinterher gerannt. Moment mal, muss man ja mit verfaultem Fleisch füttern. Das ist mein Admin-Vogel. Ich bin der Admin mit hier. Der ist nur so da, wenn mal was ist. Sonst habe ich mir ein eigenes gemacht. Das war mein erster. Mein Kühlo. Botten kennt ja auch jeder. Ich finde die ja hübsch, hässlich, keine Ahnung, aber transportieren, also für Ausbau und so sind die nicht schlecht. Skorpione, die brauchen wir ja eigentlich nur für unsere, wie heißt sie, Rexe. Ein Quetzel. Mein kleiner. Mein Weibchen.
Dich nehme ich, glaube auch mal wieder mit. Mein allererster Quetzel, der hat sich im Stein verhangen. Meine Rechse. Mit meiner Ex bin ich zuerst mit auf die Dörner von den Würmern gegangen. Und mit Rex geht das ganz fix. Außer sind da zwei, drei Würmer in der Wüste, da hat man ein bisschen Probleme. So, wo ging es runter? Hier. Also hier oben geht aufs Dach. Bücken, wo ich mich relativ klein gebaut habe, sind hier manchmal die Türen nicht. Und hier muss meine Absicherung machen. Okay. Ich pflanze zum Höhen rein. Oben sind hier raus. Komisch. So. Meine Base. Mein Garten da hinten, aber den habe ich gerade vernachlässigt, weil ich meistens alles von der Island mit rüberbringe. Das ist einfacher. Oh. Da liegt noch, da steht noch ein Sache rum, aber das ist nicht meiner. Gehen wir wieder runter. Na. Ich hasse das, die Türen, wenn die so blöd sind. So. Hat man hier Gewitter gehabt? Ja, ne? Was cool ist an den Dingern ist, man kann an die Generatoren, man kann die einstellen oder in Reihe schalten. Das finde ich okay. Wir gehen ab, Plus-Mod haben wir mit drauf. Rucksack-Mod. Fliegen, den anderen Drachen holen. Das ist niemand hier schon da. Leider ist noch kein schönes Wetter. Das reicht, die kann man lassen. Wollen ja nicht irgendwo noch Schlangen? Ja. Da wollen wir noch eine Schlange. Ach, die ist da oben. Passiv. So. Ich schaffe mal schnell hoch. Das brauche ich dann später zum Rückfliegen. Aber den anderen Drachen möchte ich gerne hier lassen. Das ist mal so Transportdrache. Nein! Depp. Ich Depp. Tina. Das war mir klar.
passiert noch mir immer wieder. Ist das da oben? Okay. Das ist immer ein bisschen nervig bei den Drachen. Und ich könnte das mal abschalten, dass wenn die irgendwo raustreffeln, wenn man beim Treffeln von einer Seite zur anderen geht, Server, dass sie nicht immer gleich auf Folgen stehen. Das ist ein bisschen. Ja. Meistens vergisst man das. Das ist doch ja schon komisch. Egal. Hab ich genug zum Trinken mit? Moment. Trinken, essen. Essen habe ich, trinken. Ist nicht da. Komm mal hier hoch. So, Essen haben wir genug. Geht die Reise. Das ist kurz Urge. Kennt ihr ja vielleicht. Hier ist überall noch ein bisschen Platz. Wer mitmachen möchte, kann ruhig herkommen. Wir sind auch relativ alle nett. Ich habe euch unsere Seite hingelinkt, so gesehen. Na, jetzt wird's heiß. Nach Gewitter wird's heiß. Na toll. Auch einer der schönsten Maps. Und die kommt bei mir gleich nach der Island. Hier hat auch schon einer gebaut. Und wie ihr seht, ist alles sehr freizügig gebaut, weil PvE. Oder andersrum, ich verwechsel das immer. Also wir dürfen uns hier nicht selber angreifen. Bei den Dingern bin ich immer gescheitert. Bei den Würmern? Würmern. Ich habe die nie richtig bekommen zum System. Die sind fast so schlimm wie die Mantis. Mantas? Mantis? Egal. Wir sind auch alle relativ hilfsbereit hier bei uns. Wir haben einen TS. Das steht alles bei uns auf der Webseite. Hier oben ist auch die eine Höhle, die finde ich auch schön. Ich würde auch gerne mal mit Mantis reingehen, aber leider mit Mantis klappt das nicht. Aber vielleicht wäre es mit der neuen Miezekatze mal probieren. Die könnte vielleicht auch reinpassen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich werde es probieren. Golem. Irgendwo hier war die Höhle. Eins drüber? Ne, eins drüber war die. Ah, Stamina alle. Moment. Ach, da unten, da drüben ist er. Da, in der Mitte, wo ich hingucke. Da. Kurz einen Abstecher hinmachen. Die werde ich mal mit euch mitmachen. Ich probiere mal mit der neuen Miezekatze. Hier unten war die. Die Baumkatze da.
So, fliegen wir mal ein bisschen weiter. Ich zeige euch mal unsere Drachenstiftung gesehen und unsere Falle. Wir haben extra eine Falle gebaut, für die Milch zu jagen. Ihr kennt das ja bestimmt alle, die Ark mitmachen. Oder kennen. Drachenschlucht. Die Falle kann jeder benutzen. Ich zeig's euch mal, die steht genau in der Mitte von der Drachenschlucht. Ich flieg jetzt aber nie rein. Ist mir zu gefährlich. Drachen. Ich hasse die grünen Drachen. Weil das sind die Drachen, die einen am gefährlichsten werden kann. So, das ist unsere Falle. Für die Weiber zu betäuben. Ein Drachenweiber meine ich. Kann man, wir sind damals mit einem Adler durchgeflogen und haben hinter uns schnell zugemacht. Am besten geht das mit zwei Mann. Oder drei Mann. Alleine geht das auch, aber ja, ist schwieriger. Mit einer Steuerung. Die kannst du dann bei uns erfragen. Aber die Falle klappt und kann jeder nutzen. Ist für jeden offen. Fliegen wir mal weiter. Oh. Das sind ein bisschen viel Drachen. Ich habe keine Lust zum Kämpfen heute. Wieso kommt die heute so weit raus? Verrückt. Wurzeln. Ich mag Feuer am Abend. Oder am Morgen? Keiner weiß es. Das ist die Stadt. Hab einen Manticore, hab ich auch noch nie gemacht. Muss eher sagen, da hab ich Schiss. Vielleicht finden wir unterwegs so ein Anzeichen von Wurm. Moment, mein Männel stöhnt. So, ich mache erstmal Schluss. Bis später.